Ein neuer Sonnentag bricht an auf der Radfahrerinsel Mallorca. Es herrscht Hochbetrieb an der Playa de Muro. Hier befindet sich eine von 10 Stationen der Bicycle Holiday Max Hürzeler auf der Insel. Radfassen, Proviant fassen, aufsitzen. Unsere Gäste verschwenden keine Zeit. Schließlich wollen sie den Tag optimal nutzen. Wozu? Zum Radfahren natürlich. Schnell noch zur Werkstatt und das frisch reparierte Gefährt abholen. Sitzt, passt, hat Luft. Hier kann jeder und jede seinem oder ihrem Leistungsstand entsprechend Radsport genießen. Ob in Einsteigergruppen mit maximal 50 Kilometern Fahrstrecke am Tag, Plausch- und Fun-Gruppen mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von 19 bis 21 Stundenkilometern. Für die ambitionierten Radfahrer und Profisportler bieten wir auch Hobbytouren und Speedgruppen, in denen auf Tagesstrecken von mehr als 100 Kilometern richtig Gas gegeben wird. Bicycle Hürzeler ist perfekt. Es gibt keine perfektere Unterkunft und Organisation, von den Rädern angefangen. Vom Empfang bis zum Ende ist alles okay. Und wir begeistern, werden im Herbst wiederkommen. Ich mache Triathlon, bereite mich auf die Ironman-Saison vor jetzt für 2011. Und ja, dadurch sind ideale Trainingsbedingungen hier. Einfach Dinge möglich, die in Deutschland noch gar nicht gehen. Mir gefällt überhaupt in der Gruppe zu fahren, nicht alleine fahren zu müssen und auch viele Kilometer zu fahren, weil das Training hier auf Mallorca nutze ich für die Rennen im Frühjahr. Diese bunte Mischung hier finde ich sehr schön. Jedes Mal neue Leute, immer wieder neue Gespräche, neue Themen, völlig unterschiedliche Charaktere. Also ideal eigentlich. Der Insel bei Bicycle Holidays, weil die Insel ist perfekt. Die Wetterbedingungen sind natürlich ideal, die ganze Infrastruktur ist super. Und für mich im Frühling so zu trainieren ist natürlich genial. Ich habe da eine Gruppe, die ich leite. Das sind nicht die absolut stärksten, aber ich fahre da meine Kilometer mit meiner Geschwindigkeit und das passt perfekt. Mallorca ist ein Radfahrparadies zu fast jeder Jahreszeit. Im Frühjahr kann man zwar auf Langarmtrikots nicht immer verzichten. Dafür wird man mit Mandelbäumen und einer fantastischen Flora am Wegesrand entschädigt. Das Radwegenetz auf der Insel wird jedes Jahr besser und ist an vielen Stellen geeignet, richtig Tempo zu machen. Was Profis wie auch Anfänger immer wieder hervorheben, ist die Vielfalt Mallorcas für Radsportler. Egal ob Berge, Flachetappen mit Meerblick oder durch die malerischen Orte, in denen natürlich gerne mal ein Halt eingelegt wird. Wie hier in Petra, das einen der schönsten Dorfplätze der Insel hat. Fahrradfahren heißt bei uns nicht nur in die Pedale treten, sondern auch Land und Leute kennenzulernen. Hier liegen frische Paprikawurst und würzige Butifahrer auf dem Grill. Wer sagt, dass alle Fahrradfahrer Asketen sein müssen? Bei uns dürfen die Fahrerinnen und Fahrer gerne auch genießen. Und ganz nebenbei noch ein bisschen mallorquinische Heimatkunde. Aus getrocknetem Schweinehackfleisch, Paprikapulver und Gewürzen entsteht hier die originale Sobrassada-Wurst, die nur auf den Baleareninseln hergestellt wird. Jetzt geht es wieder ans Abtrainieren. Gut, dass so viele Kräfte getankt wurden. Die Körner werden wieder gebraucht. Erreicht. Willkommen an der Playa de Palma, der berühmtesten Ausgehmeile Mallorcas. Seit kurzem betreiben wir hier auch eine neue Radsportstation. Direkt am Balneario 11 haben wir im Hotel Gran Fiesta für unsere Gäste ein kompaktes Servicepaket geschnürt. Einen Mieträderservice mit Messstation, eine komplett ausgerüstete Werkstatt sowie unsere Boutique mit den beliebten Hürzeler Produkten rund um den Radsport. In unserer Organisation haben wir 12 Boutiquen zwischen Mallorca, Andalusia und Zillertal in Austria. Wir haben CH 25, 30, 35 Mitarbeiter, kommt drauf an die Saison dann am Frühjahr oder Herbst.
In unseren Boutiquen können Sie dann immer gute Bekleidung finden, als unsere Marke Bicycle Holidays und dann die mehr gekannte Marke wie ASOS, City, Cadillac etc. Mallorca ist unser Schwerpunkt, aber unsere Touren führen Sie durch die ganze Welt, egal ob nach Marokko oder China. Mit uns erleben Sie Radsport, Land und Leute.